Ist das nicht komisch? Ja, aber deine Füße sind ganz kalt. Jedoch heiß und süß geht es zu bei der Komödie Sugar. Manche mögen's heiß auf dem Petersberg. Über 20 Akteure zünden ein humorvolles Feuerwerk, das vom Premierenpublikum begeistert bejubelt wurde. Zusätzliche Abwechslung bringen Videoeinspielungen im Stummfilmstil und Gesangseinlagen einzelner Künstler. Als kleiner Fisch die neue Shell zu sein. Kann man jedem nur empfehlen, dieses Stück sich anzusehen. Es ist wirklich eine tolle Aufführung der Burghofspiele. Sie übertreffen sich jedes Jahr wieder aufs Neue. Heuer gibt es ein Bienenmeier. Wir haben uns für das Stück entschieden, weil es eben noch nie in Friesach gespielt worden ist und die Geschichte einfach so lieb ist. Und ihr habt wieder 20 Leute auf der Bühne, also von Tänzerinnen angefangen, eben natürlich dann diverse Rollen von Kurt, dem Mistkäfer, angefangen bis über einen Marienkäfer und Flip und alle sind dabei. Ich bin hier los! Los, komm mit, du kleine Biene! Kleine, Headliner von Summer Breeze 3.0 sind auch diesmal die Friesacher lautstark. Nach dem großen Erfolg der letzten Jahre werden sie bestimmt auch diesmal viele Fans ansehen. Wer neben lautstark sonst noch auftritt, ist derzeit noch geheim. In einem separaten Video wird Kulturreferent und Mitveranstalter Stefan Bachler noch bekannt geben. Thank you.
Liebe Fans, kommt zu unseren Spielen. Wir würden uns freuen über viele Zuschauer. Die Spieler freuen sich über zu viele Zuschauer. Und in der Kantine ist immer Spaß, Stimmung, Vollgas. Susi, 70 Jahre Landjugend St. Salvator. Ihr feiert das Ende August. Was habt ihr speziell vorbereitet? Ja, also die Besucher dürfen sich am Freitag, den 30. August, auf eine schöne Jubiläumsparty freuen am Abend mit einem super DJ. Der DJ Soldi, der kommt aus Friesach, aus Grafendorf. Und natürlich ein paar Special Getränken und Happy Hour und einer coolen Mitternachtseinlage sowie Auftänzen. Und am Sonntag, dem 1. September, dürfen sie sich freuen auf ein gutes Essen, gute Gesellschaft und gute Musik.